Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. So, ich habe in der Zwischenzeit rausgefunden, wie man Dorfbewohner rauskickt. Das dauert allerdings 5 Tage. Aber wir können ihre Betten einfach zerstören, einfach draufhauen. Und dann werden sie nach 5 Tagen hoffentlich gehen. Wir müssen sie natürlich noch ansprechen. Also, Beef Boss fliegt raus. Hallo? Bett? Bett ist weg. So, Pili, du heißt doch Charlie. Das haben sie aber hier dann nicht übersetzt. Die Übersetzung hat von da oben nicht da reingereicht. Pili bleibt auf jeden Fall hier. Tabby kommt weg. Okay. Und Bright Bomber mag ich eigentlich sehr. Bleibt erstmal da. Und wo wohnst du eigentlich? Maisie. Du hast doch auch irgendwo ein Bett. So, Tabby, fortfahren. Nach all dem Spaß heute muss ich erfahren, dass es kein Bett für mich gibt. Möchtest du ausziehen? Ich wollte sowieso mal wieder reisen, neue Orte sehen und Abenteuer erleben. Du weißt sicher, wie das ist. Tschüss. Oh, die geht sofort. Wo ist der Lux hin? Da ist er noch. Den will ich auf jeden Fall einfangen. Der kriegt ein schönes Rahmenbett hier in dem Sch nee, in dem anderen Haus. Mist, 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 das muss jetzt schnell gehen. Nicht, dass der abhaut. Ich setze es kurz hier rein, das macht man gleich besser. Da reicht aber das. So, hallo. Wir kriegen richtig coolen. Liebe in meinem Dorf. Fortfahren. Ja! Oh, ist es das cool, dass wir den noch bekommen haben. So, du musst leider auch gehen. Du hast eine dämliche Fresse. Ich weiß. Ja, fortfahren. Danke. Bücherstapel, dankeschön. Hallo. Ja, Dünger, 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 Dünger. Wie läuft's mit der Arbeit? Ich will den raushauen. Wo hat der denn noch ein Bett von Beef Boss? Nee, so geht das nicht. Kannst nicht einfach das nächstbeste nehmen. Auf Wiedersehen. Fortfahren, ja, bla bla bla. Ausziehen. Tschüss. Ah, oh, muss man gar nicht mehr 5 Tage warten. Das ist ja fantastisch. Und Maisie, du siehst eigentlich auch relativ cool aus. Dich behalt mal. Aber Platz für den Lux braucht man auf jeden Fall. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Und zwar nicht an eingemachte Gurken, sondern eingemachte Steinschredderer. Wir brauchen Obsidientafeln, am besten alle. So, 6 Stück davon braucht man für eine große Kiste, genauso wie Kupferbarren. So, leider geht es immer noch nicht schneller oder ich habe es nicht rausgefunden. Das kann alles sein. So, Kupfer. Bright Core. Wir können F drücken. Aber das dauert auch lange. So, Kupfer haben wir noch hier unten in seiner reinen Form. Da. Ich vergesse, muss ich ja hier auch reintun. Schnell deponieren, aber ganz schnell. Hier können wir in der Zwischenzeit auch, müsste man nichts machen. Hier habe ich immer noch keine Ahnung, sollte ich auch mal schauen. Finde die Ecke sieht da immer noch so komisch aus, vor allem hier mit dem. Das ist wahrscheinlich das Dach, was da durchschimmert. Sieht irgendwie mystischer aus, als es tatsächlich ist. Edelsteine braucht man nicht. Essenztisch erstmal auch nicht. Ich würde mir ja auch gern den Überlebenskompass machen. Braucht man nicht Glas, da braucht man Glas, Sandklaue und Kupferbarren. Glas müsste man irgendwo haben. Den Rest haben wir auf jeden Fall. Wo habe ich denn meine Kupferbahn hin? Da haben wir Kupferbahn. Müsste man nur Glas finden oder halt schnell machen. Mensch, ist das ein Wetter heute. Fängt wieder an, richtig zu schiffen. Wir hatten lang auch keinen richtig miesen Sturm mehr. So, das sind ja schon die besseren Kisten. Okay. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal ein gescheites Bett. Und zwar hier drin. Für unseren luxigen Freund. Da wähle ich am besten noch die Fackel hier rein. Oh, wir haben bald wieder Hunger. Dann müssen wir kurz in die Fleischerei. Nee, an den Grill. Da habe ich das Fleisch von der letzten Exkursion schon reingetan. Zumindest das, was ging.
Vielleicht habe ich was übersehen. Oder wir haben in der Zwischenzeit Neues bekommen. Wer weiß das schon. Achso, Spaghetti hätten wir auch essen können. Aber lieber was Proteinreiches. Nicht so viel Kohlenhydrate später am Abend. Beziehungsweise früh am Morgen, wenn die Folge rauskommt. So. Jetzt nochmal mit Stil. Also, Wände können wir ja einfach einziehen. Das Wände braucht man so dicke. Pleasant Park, nee, wir brauchen dann schon optisch passende. Baumstamm. Ein anderes Objekt ist im Weg. Heißt es, ich kann hier die Wände nicht custom-mäßig erweitern? Gibt's Innenwände? Ich glaube nicht. Das ist aber ein bisschen schade. Das probieren wir gleich nochmal. Das sieht aber tatsächlich so aus, als... Doch, da geht's hin. Müsst doch auch irgendwie... das ist jetzt ein bisschen doof. Ich dachte, wir können hier nachträglich ein bisschen die Raumgestaltung noch so machen, wie wir wollen. Dann halt nicht. Dann gibt es hier tatsächlich einen Gemeinschaftsraum. Vielleicht auch ein bisschen verteilt, aber... Die können ja auch alle oben schlafen. Ja... Wir können ja hier so irgendwie schlafen. Mach mal das zu einem schönen Schlafzimmer. Hier natürlich auch noch. So, mit wenig Fußraum beziehungsweise gar keinem Fußraum dazwischen. Das ist natürlich dämlich, aber das ist nur dämlich. Das können wir noch ein bisschen nach links setzen, dann passt das wieder. Rahmenbett. So, sollte auf derselben Höhe sein. Sieht gut aus. Man kann noch durchlaufen. Also dann macht man gleich noch welche. Auch mit 3 Abstand. Hinten soll passen. Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Und 10 Holz braucht es. Uiuiui. Ganz schön teuer hier. Ich denke, man hat auch irgendwie mit der Kamera... noch Optimierungsbedarf. Oder das ist schon wieder was, was ich nicht weiß. Ah, das hat aber zumindest geklappt. 4 Betten. Bettzuweisung ansehen. Zuweisung ausstehend. Ich wollte jetzt... Muss ich das Bett von den anderen kaputt machen? Wir üben das mal beim Farbenbomber. Muss ja, wenn wir das Bett jetzt zerstören, können wir ihr ja ein neues zuweisen. So, Bright Bomber. Weg damit. So, wunderbar. Dann reden wir mit ihr. Fortfahren, weiter. Nein, bitte geh nicht. Ja, Bett. Ja. Tschüss. Hast du jetzt ein Bett oder nicht? Hätten wir vielleicht doch nicht so weit oben platzieren sollen. So ganz hinten im Eck, da magst du es bestimmt. Okay, Zuweisung. Geht nicht. Finde ich irritierend. Vielleicht, weil noch andere Betten rumstehen, vor allem oben in dem Haus. Kann sein, dass er das nächstbeste nehmen. Das wäre natürlich dämlich. Bett von Pili. Oh, den würde ich ungern verlieren. Aber wir haben ja 5 Tage Zeit. Unterstützer wegschicken, fortfahren. Wegschicken. Denke es ist Tschüss. So, du bist wahrscheinlich schon oben eingezogen. Das passt. Ah, du hast kein Bett. Das passt nicht. Okay. Nein, nicht halb gepackter Rucksack. Bitte geh nicht. Weiter. Ja. So. Kann man ihn jetzt nochmal anlabern? Nein, bitte geh nicht. Musst du ein Bett bauen? Ja, ich habe doch schon ein Bett gebaut. Muss ich das jetzt einfach nochmal hinsetzen? Du hast doch... shit. Das war ja mit der Dorfgrenze. Diese nicht im Dorf. So viel zu meiner tollen Idee. Dann bauen wir wieder alles ab hier. Kommen die in ein kleines, gammeliges Haus. Ein Glück, dass ich da noch drauf gekommen bin. So. Neue Betten kommen sofort. 5 Tage haben wir Zeit. Die braucht man nicht. Ist
Das ist doch hier drin. Dann kommen sie da rein. Das ist auch ein schönes Haus. So, da habe eigentlich ich genächtigt und Maisie ist hier drin. Dann können wir die ja vielleicht so ein bisschen einrichten. So, ein Schlafplatz. Nein. Bett von Charlie. Ah, das war nicht ganz richtig platziert. Das muss richtig in die Ecke. Sonst bin ich richtig schlecht gelaunt. Für ein paar Tage. Das passt schon. Besser geht nicht. Na gut. Bett von Charlie. Ist auch nicht verkehrt. Hier ist vielleicht sogar besser für die. Bettzuweisung ansehen. Farbenbomber zuweisen. Wunderbär. So. Bett von Maisie. Mach mal auch kaputt und setz ein besseres hin. So. Maisie schläft hier. Und irgendwer schläft hier. Ich habe schon wieder Hunger. Deswegen habe ich doch extra Fleisch geholt. Na, so soll das sein. So, Bett von Maisie passt. Bettzuweisung, Lux zuweisen. Dann schläft er hier. Und der fünfte Dorfbewohner ist ganz speziell. Er darf hier mitten, vielleicht so mit Blick aufs Wasser schlafen. Das wäre doch richtig geil. Können wir auch hinten noch platzieren, obwohl das hat so Feng Shui-Sachen. Charlie, wo liegt denn Charlie? Hat ein Bett, hat ein Bett. Ach, das sind nur vier Dorfbewohner. Gerade stimmt, ich habe zwei rausgeschmissen. Dann Charlie hat so viel für mich getan, dann kriegt er das gute Bett erstmal. Die anderen Betten können wir jetzt restlos vernichten. Geht's euch gut? Ja, geht ihnen gut. Aber ich will mal mehr. So, das Bett kommt natürlich weg. Und dann können wir schon das erste Haus hier demolieren. Das ist richtig genial. Mit den Kisten. Ja, ich glaube, die ersten können wir dann auch machen. Braucht ihr nur ein paar Obsidientafeln und Kupferhammer dafür noch. Zumindest für eine. Müssen wir noch überlegen, wo was hinkommt. Kann ich nicht einfach das Fundament zerhauen und dann geht der Rest automatisch irgendwie mit. Die Abbaumechanik gefällt mir noch nicht ganz so. Weiß nie, wann ich was richtig mache, wann was beschädigt ist. Ja, wahrscheinlich heilt sich was Beschädigtes von selbst. Das haben wir ja schon öfter gesehen, aber trotzdem. Nicht gerade das Idealste. Okay, das hat zumindest gepasst. Aber hier liegt dann immer noch Zeug runter, was nicht ganz zerstört wurde. Das finde ich ein bisschen weird. Ich hätte gern, dass ich es gnadenlos einfach abräumen kann, ohne dass da irgendwelche Teile noch überbleiben. So, dein Bett. Das brauche ich garantiert hier auch nicht. Ich würde sagen, dann ziehe ich doch in dieses wunderschöne Haus. Ich muss hier nicht direkt im Ort sein. Wo schlafe ich am besten? Dann mache ich doch eine Koje, so wie ich das wollte. Hier, schön mittig. Ist das mittig? Ist das mittig? Ist das mittig? Mittiger geht nicht. Ja. Ja, ja. Zuweisen. Da geht's uns wieder gut. Und da kann mein Kumpel hin oder eine Frau, falls ich eine finde. Im Spiel. Gut, Himbeeren sammeln wir noch ein. Die Birken. Ich gehe in den Birkenwald, denn die Medikamente wirken bald. Ja, die lassen wir mal da stehen. Ja, ihr seht auch so sektenhaft aus, wie ihr hier rumsteht. Lux nehmen wir auf jeden Fall als nächsten Begleiter. Da ist mit Löwenmähne. Den könnte man aufnehmen. Guten Tag, aber vielleicht gibt es noch jemanden cooleren als Löwenmähne. Zum Beispiel Lux sehe ich zum ersten Mal. Das will ich mir nicht sofort verbauen. So, das sieht hier richtig gut aus. Schade, dass die Lager so schnell voll sind. So. Schnell deponieren. Deponiert sogar beides. Das ist ja fantastisch. So, dann können wir Truhen machen. Riesige Truhen können wir machen. Würde sagen, wir fangen erstmal an zu denken. Und denken tut immer weh. Hier sind Mobs.
Also Mob Drops. Die können wir doch theoretisch... Na, macht schon Sinn, die industrienah zu machen. Oder zumindest leicht zugänglich. Na, wie ist das jetzt am besten, wenn man die hier einfach mit einem Versatz da platzieren und da platzieren, dann können zumindest die Mob-Sachen da rein. Und da sollte noch eine andere Truhe reinpassen. Leider nein, leider gar nicht. So, dann hauen wir nochmal drauf, in der Hoffnung, dass wir... Kriegt man nicht wieder. Das tut mir gleich wahrscheinlich sehr leid. Wir haben 4 Kupferbahnen zurückbekommen. Und das kostet 4. Okay. Das klappt zumindest. Dann rein ins Eck. Hier nochmal das See in grün. Na komm. Lass dich. Bist du richtig im Eck? Das sieht doch schon wieder so versetzt aus. Die glitscht da leicht durch die Wand. Und das ist mir lieber als das hier. Wir kriegen ja alles zurück. Wir kriegen ja alles zurück. So. Und warum wolltest du nicht in die Ecke? Was behindert dich? Was stört dich? Anderes Objekt im Weg. Das sehe ich anders. Ach, wegen dem Fensterrahmen. Okay. Der ist natürlich ausschlaggebend. Obwohl wir natürlich keinen Ausschlag wollen. Trotzdem wichtig, dass... Nein! Nicht auf den Boden hauen! Bist du deppert! Da müssen wir jetzt wieder... Das meinte ich mit dem Abbau. Ich wollte gerade definitiv nicht aus Versehen auf meinen Boden hauen. Wüden. Ich glaube, das war das Teil. Sehr gut. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Bis auf, dass ich das gar nicht machen muss. So. Die sitzt richtig und bitte funktionier einfach irgendwie. Na also, 3 riesige Truhen und ja, kann man schon als riesig bezeichnen. Hier würde ich sagen, kommen die Mob-Drops rein. Alles, was wir im Inventar haben, wollen wir mal dahin tun. Diese Explosionskerne zählen erstmal bei uns als Drop. So, da unten hin, dass da unten nichts reinrutscht. Und dann wollen wir mal schön stapeln. Alles aus der Umgebung rein ins Inventar, rein in die dafür passende Kiste. Und ich glaube, wir nehmen sogar Dünger ist ein Drop. Dicke Wolle ist, ja, weiß ich nicht. Könnte mal als Drop. Und ich würde sagen, die 3 Kisten sind nur für Mob-Drops. Könnt mal gebrauchen, vor allem so viel Knochen, wie wir haben und Dünger teilweise. Obwohl Dünger und Erde kommt zur Farm, dann ist Dünger die Ausnahme erstmal. Aber den Rest nehmen wir mit. Holzstab kommt definitiv nicht von der Mob. Hier kommt auch nichts von der Mob. Hier kommt Sprengpulver, ja, ist ein Drop. Ist ein Drop, warum nicht? Man macht sich ja die Welt auch ein bisschen schöner, als sie ist. So, das kommt nach unten. Da müssen wir uns auf jeden Fall was einfallen lassen. Wohin mit der ganzen Kacke? Wieso schwebt da noch ein Stück Holz? Ach, das habe ich jetzt im Inventar, wobei ich gerade nur einsortieren will. Das ist natürlich auch dämlich. So. Ja, die ganzen Klauen kommen dann schon mal weg. Können direkt hier rein, aber schaut mal, wie viel wir haben. Die Knochen können wir direkt weiterverarbeiten. Irgendwo machen wir Farmplots hin und da kommt die ganze Kacke hin. So, das kommt erstmal da rein, obwohl das dämlich. Raus mit dir. Raus mit dir. Scheiße. Geht nicht so einfach. Muss ich in mein Inventar ziehen und dann raus damit. Was wir machen können... Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zum Steinschleifen. Da brauchen wir Kupferbahnen und Obsidian-Tafeln nochmal nach. Vielleicht sind sie schon fertig für eine Kiste. Ja, das sieht hier gut aus. Und für 2 Kisten reicht's. Wunderbar. Na, da müssen wir vielleicht nochmal nachholen. Also, mein Plan ist, dass wir
Die können wir erstmal abbauen. Die ist halt komplett leer. Und dann komme ich vielleicht mal dazu, meinen Plan zu verraten. Erstmal weg. Okay. Dass man hier noch ein bisschen Steinverarbeitung tatsächlich drin macht. Und dann wäre es ja richtig praktisch, wenn die Truhe dafür schon da wäre. Vielleicht für Stein und für Holz. Das heißt, da eine Truhe. Und der irgendwie besser. Geht es nicht besser? Na gut. Und da kommt dann Stein rein. Sollte ich erst aufnehmen? Wir haben hier auf jeden Fall auch noch Stein. Also wir haben eine Steinkiste, eine... Das reicht ja natürlich auch für nichts. So, Steinkiste. Nur für Stein. Dann haben wir eine Holzkiste nur für Holz. Und für die ganzen Zwischenprodukte müssen wir mehr Kisten haben. Gibt echt viel Loot-Sachen hier drin. So, ich würde sagen, das ist schon mal super. Dann können wir hier die Basisverarbeitung machen. Und von mir aus können ja hier noch Kisten hin. Und hier irgendwie eine, wenn es mit der Tür nicht blockiert. Wo wir dann die Erzeugnisse reintun. So, Planken können erstmal da liegen bleiben, bis wir das besser geplant haben. Geht jetzt hauptsächlich darum, mal hier die Kisten wegzukommen, wegzubekommen. Okay, das ist natürlich jetzt eine Ansage. Hier sind die ganzen Samen drin. Die müssen wir mit dem Dünger irgendwo hinstecken. Seidenfaden, keine Ahnung, wohin damit. Dünger, her damit. Erde, her damit. Panzer ist ein Drop. Rest, keine Ahnung. Aber hier wären 5 Glas für den elaborierten Kompass, den wir machen wollen. Sprengpulver ist nochmal ein Drop. Knochen auch, das auch. Samen ist Drop. Stein. Su soll das sein, nochmal Samen. Den Rest können wir eigentlich hier verschrotten. Na gut, ein herrlicher Tag, um den ganzen Tag hier drin zu verbringen, um es einzusortieren. So, Dünger natürlich fälschlicherweise einsortiert. Die müssen richtig hier rein. Drop. Panzer, das war's, was noch gefehlt hat. Ansonsten, ja, Essen und Nahrung kommt woanders hin. Steinkiste, wo bist du? Ja, okay. Steinkiste hat sich gemeldet, das ist schön. Knochen ist natürlich auch noch. Drop hätte vielleicht hier sogar noch auf den Stapel gepasst. Ja, jetzt. Naja, wird auch nächstes Mal noch auf den Stapel passen. Na gut, dann holen wir uns nochmal ein bisschen Kupfer. 5 Stück sind fertig, 4 Stück braucht man für Farm-Utensilien. Ich hab Hunger. Dann fressen wir erstmal die 3 Himbeeren hier. Lecker Himbeeren. So, Farm. Wäre doch cool, das hier direkt in der Mitte zu haben. Dann lasst uns mal das ausnahmsweise hier hinstellen. Ganze Farm-Zubehör. An der Angelhütte ist es eh nicht so viel platziert. Kann man die alle aufnehmen? Nee, 5 Stück. Wir haben nur 4 Plätze. Ach doch, wir haben unten. Ach, das geht nicht. Da geht jetzt nur Werkzeug und Essen. Okay, dann geht's hier doch. So, dann knüppeln wir die Kiste ordentlich. Ein Schlag hat gereicht. So, dass die schon mal richtig steht unterm Fenster. Obwohl, wir können auch... Ach, das ist alles Mist. So, dann können wir auf jeden Fall hier noch 2 Kisten hinstellen. Das wäre wunderbar. Ja, erstmal die Samen, Dünger, alles rein. Fischkiste kann ich mir leider keine wirkliche leisten. Mach mal die mal hier rein. So, das sieht schon mal besser aus. Das sieht auch gut aus. Und dann können wir jetzt eigentlich den Rest hier rausräumen. Müssen ihn ja nicht unbedingt versorgen. Hauen wir es doch wieder da, ne? So, Sand und Biomasse, auch ganz wichtig. Schild und Rekurve-Armbrust können wir eigentlich wegwerfen, die sind nicht mehr viel wert. Haben wir nicht eine Recyclingmaschine? Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Kordel brauchen wir vielleicht irgendwann. Pfeile werden auch nicht schlecht, aber was soll's. So, weg mit dem Gebäude. Schön aus Fundament. Ja, mit der Spitzhacke klappt es dann doch ein bisschen besser als mit der Hand.
Kostet natürlich Spitzhackenleben. Yay! Alles stürzt ein. Ah, das Hähnchen freut sich nicht darüber. So. Ah, endlich. Die ersten Hütten sind weg. Und schaut mal, wie das Dorfbild sich deutlich verbessert hat. Auch wenn hier noch Kisten stehen. Das ist ja ein Traum im Moment. Das kann noch gestapelt werden. Bernstein. So, noch ein Schild braucht man natürlich nicht. Die Kiste kann auch gleich mal zerlegt werden. Was haben wir hier? Mehr Stein. Ich weiß, wo der rein muss. Nicht in den Rhein, sondern woanders. Aber ich würde erstmal sagen, wir machen das, was man im echten Leben nicht machen soll. Einfach mal Zeug in den Fluss werfen, um es loszuwerden. So, Schild, 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 Schild. Schild mal im Wasser, Jungs. Wird bestimmt rechtzeitig despawnen. Despawnen. Geschliffener Rubin, Kürbiskernsamen, Weizenkorn, Himbeersamen, Schlürfsaft, noch ein Mobdrop. Ist da auch schon weg. Und was haben wir hier? Den Stein, das ist richtig. Dann erstmal hier die Samen versorgen. Nochmal Samen. Dann haben wir Drops und ich hätte zuerst den Stein aufnehmen sollen. So, die Armbrust, ich weiß, ist nicht die schlechteste, aber jetzt ist sie zu nass. Jetzt liegt sie da schon. So, Stein. Beziehungsweise Granit. Ach, für Marmor haben wir auch noch nichts. Tja, das ist Pech, wa? So, die kommen kurz da rein als Zwischenüberlegung. Granit. Wo war das? Da, in dem Haus. Erkenne ich doch sofort. Ich bin ja ein alter Profi hier. Genau. Für Marmor brauchen wir auch eine Kiste. Hui, ganz schön viele von den Kisten, die wir da brauchen, wenn das gescheit aussehen soll. Ich habe schon wieder Hunger. Ich habe mich letztes Mal oder vorletztes Mal so gefreut, wenn ich nicht so viel fressen muss. Vielleicht war ich in der Episode einfach so faul, dass es nichts gemacht hat. Oh, da ist nochmal Granit. Wieso ist der nicht mit reingekommen? So, dann ein bisschen Mobzeug. Das und Seidenfaden ist Zwischenerzeugnis, nicht wirklich Mob. Biomasse. Biomasse, können wir sagen, ist vom Farmen. Das kommt zu den Samen. Oh, Kiste wird dann auch langsam knapp mit dem, was wir hier erzeugen. Ah, das klappt schon irgendwie. Scheiß doch nicht auf den ganzen Dorfplatz, Jungs und Mädels. So, Biomasse. Biomasse. Ja, Kiste wird halt echt knapp. Das müssen wir noch aufteilen. Wenn die nächste Kiste kommt, mach mal Dünger und Erde separat. Und Biomasse. Und dann haben wir eine nur für Samen. Können wir ordentlich hier die Erde besamen. Ja, irgendwie so. So, das können wir auch abbauen. Das ist wunderbar. Kann ich nicht tun. Will ich aber tun. Mit einem richtigen Werkzeug geht doch alles. So, das lassen wir kurz mal da stehen. Das lassen wir auch mal kurz so stehen. Wüsste ich nämlich echt. Himbeersamen wieder übersehen. Schneebeerensamen. Das kann man doch stecken. Okay. Das war diesmal tatsächlich alles. So, kurz überlegen. Samen muss ich verräumen. 5 Glas hätte ich gern. Wir wollen ja diesen Überlebenskompass und dafür braucht man 5 Glas. Eine Ansammlung an Kupferbarren und irgendwas. Das finden wir gleich raus, was wir dafür brauchen. Glas, eine Sandklaue. Die müsste man noch irgendwo rumfahren haben. Wenn nicht hier, dann woanders. Das nehmen wir mit. Eine normale Wolfskralle. Explosionskern ist auch ein Drop. Biomasse und Brightcore, keine Ahnung. Keine Drops. Sprengpulver kommt auch. Sandding kommt auch. Panzer kommt auch. Explosionskern kann gestapelt werden. So. Sandklaue nehmen wir eine mit. Da geht's lang. Oh, da level ich wieder auf. Ist das nicht fantastisch? Ich weiß nie, warum das passiert. Irgendwas scheint hier ich richtig zu machen. So.
Rein damit. Ich weiß, da ist jetzt einiges doppelt mit dem von der anderen Kiste. Die Samen tun wir mal so hin. Eine Sandklaue. Intelligentes Deponieren. Geht anscheinend. Okay. Ich hätte gern eins davon. E-Umlagern. Nicht alles. Ein Teil davon. Aufteilen. Eine. Dankeschön. Ja, damit. So, dann will ich mal sehen, was das denn bringt. Und... ich freue mich so. Ist der direkt ausgerüstet? Ne, den muss ich mir noch irgendwo reinstecken. Ja! Oh, seht euch oben an. Markierung noch und nöcher. Das ist ja fantastisch. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Da muss ich nicht immer auf die scheiß Karte schauen, weil ich mich verlaufe. Ach, das ist herrlich. So, die Samen werden wir noch einsortieren. Und dann sind wir richtig weit gekommen. Als nächstes bei der nächsten Episode geht's dann an die Landwirtschaft. Und vielleicht ein bisschen ans Angeln. Das schauen wir aber noch. So, dann würde ich ausnahmsweise noch so eine Kiste platzieren. In Ermangelung an Ressourcen. Dann können wir direkt schon hier die Kacke und die Erde und die Biomasse natürlich hier rein tun. Ja. Boah, passt schon irgendwie. So. Dann ist das nochmal ein bisschen geclustert, bisschen schöner beisammen. Und für die Samen haben wir richtig viel Platz. Na gut, sind weit gekommen. Nächstes Mal geht's an die Feldarbeit. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.